Gerüchten zufolge haben sie eine kleine Ausgangsbasis im Norden bei den Bohnenstangen-Kannibalen. Bohnenstangen? Das ist ein gefährliches Gebiet und uns wäre lieber, wenn nicht allzu viele wertvolle Soldaten beim Aufspüren einer Gruppe von räudigen rebellischen Bauern geopfert werden. Wir würden deine Bemühungen zu schätzen wissen, wenn du den Anführer findest und ihn zum Polizeichef bringen kannst. Okay. Wir wissen, wo das ist. Das ist echt nicht weit weg. Könnten wir kurz hinhuschen. Da, Fort Similion. Wie fit ist die Truppe? Scheinbar okay. Ja, dann ist das doch ein etwas produktiverer Stream heute, als eigentlich gedacht. Also, der größte Teil des Jagdtrupps wird. Oh, sie ist falsch abgebogen. Der größte Teil des Jagdtrupps macht sich jetzt auf, die Rebellenbauern auszulöschen. In die Richtung. Und währenddessen tingeln die Jalle nach Hause, sammeln sich Baumaterial ein und planen schon mal die neue Siedlung. Weil sie es kann. Essen? Ach, Essen finden wir unterwegs. Und sei es bei den Kannibalen. Ich habe auch keine Schlafsäcke dabei. Das ist alles super geplant, wie immer. Das geht schon. Aber es sind nur Rebellenbauern. Ich mache mir da nicht so sehr Sorgen. Wir sind ja auch schon mal vorbeigegangen, also recht nah sogar dran vorbeigegangen. Da waren irgendwie drei Gebäude. Und die Rebellenbauer vorher sah auch nicht stärker aus. Der Anführer wird definitiv stärker sein als die regulären Bauern, aber ja. Ich denke nicht so stark, dass er die ganze Truppe hier alleine umhauen kann. Und wenn, ist es gutes gegen. Das passt schon irgendwie. Was haben wir da? Ich würde jetzt ungern vorher gegen irgendjemanden oder irgendwas kämpfen. Fey-Technologie. Nee, die machen nichts. Auch nochmal Technologiejäger. Heldenboss. Nun, was ist dein Titel? Ich bin ein Heldenboss. Was? Was faselt der da? Oi, das ist ein Knochenkopf. Einfach so mit Scheiße verschmierte Arbeitsplätze hierher zu bringen. Warum werden. Okay, die Stadthelden haben richtig bescheidene Stats. Komm, versuch mich anzuhupen. Mach was. Wie legst du dich hin? Hur, hur, hur. Ich glaube, hier gibt es einen Übersetzungsfehler. Soll ich diese Stacheln abschneiden, die aus dir wachsen? Die sind nur am Rumtrollen, die trauen sich nicht, was zu machen. Doch, tun sie. Dann kippen die jetzt alle um. Aber das ist komisch. Das heißt, das ganze Gebiet hier von der Händlergilde und das Gebiet weiter unten von den Vereinten Nationen, die stehen auf Sklaven. Sonst würden nicht beide Sachen hier Boost geben auf die Sklaven, also die Slaver. Die Heilige Nation verachtet Sklavenjäger, hat selber aber Sklaven. Das heißt, auch die hier alle sind Sklavenhalter, auch wenn sie es noch nicht nennen. Und das einzig andere wirklich Belebte sind die Shaek und die Schwarmviecher. Aber Menschen allgemein, alle Menschen mögen Sklaven, kann das sein? Also ich will auch nicht Nein sagen zum Sklaven, aber. So, du dahin.
Zumindest alle größeren Menschentruppen. Naja, es gibt halt auch die Rebellenbauern, die wir jetzt gleich auslöschen. Aber die haben uns immer schon angegriffen, deswegen habe ich wenig Mitleid mit denen. Und die Fischer gibt's noch und sowas, aber ja, das ist echt vernachlässigbar. Uns sind alle unwichtig. Die Welt ist halt böse hier in Kenshi. So, war sie noch da? Nicht unbedingt in die nächste Truppe reinlaufen. Ist das da? Oh, noch eine Stadt. Ach stimmt, wir sind... Ne, ist das Steinlager. Bei Shobatai sind wir noch gar nicht rein. Also jedenfalls die letzten 10, 12 Streams nicht. Dann. Steinminen. Wenn du Schmerz spürst, dann ist das, weil du nicht hart genug arbeitest. Das macht wenig Sinn. Ja, doch, weil er geschlagen wird, wenn er nicht genug arbeitet. Das könnte sein. So. Ticken weiter rechts. Also eher da so hin. Und ich glaube, Yallen könnte inzwischen zu Hause sein. Ja. Handelskarawane. Nö, wir haben gar kein Interesse. Yallen, schnapp dir bitte... Oh, 100 Baumaterial. Ja, schnapp dir bitte alles an Baumaterial, was du kannst. Das ist nicht so super viel, aber es ist ein Anfang. Und lauf dann wieder hierhin irgendwo zurück. Ich glaube eher ein bisschen da, so. Flup. Gut. Hier gab es auch keine Zwischenfälle. Alles super. Und noch keine 2 Stunden rum. Wir haben Skillgeld bekommen. Wir haben jede Menge Geld bekommen. Wir haben unsere Schuld bei der Händlergilde getilgt, dass wir keine wöchentlichen Steuern zahlen müssen und sind deren Verbündete. Wir haben uns auch noch... Oh. Auch noch in den Vereinigten Städten verbündet und sind jetzt kurz davor, eine Fraktion auszulöschen. Und mit so vielen Garus lege ich mich nicht an. Aber schön zu wissen, dass es hier regelmäßig größere und kleinere Truppen an Fleisch- und Lederproduzenten gibt. Zum Spaß. Ja. Oh, bei Fruchtbarkeit 75 in der Wüste? Oder für kein Wasser? Ich verstehe nicht ganz, warum das so voneinander unabhängig ist, weil eigentlich brauchst du auch Wasser für Fruchtbarkeit. Hm. Wen haben wir da? Sklavenhalter, die uns mögen, neuerdings. Ja. Hallo Matadise. Du kommst gerade rechtzeitig, um das Ende der freien Bauern beobachten zu können. Ein Boden kann ja Mineralien und Nährstoffe haben, aber total trocken sein. Ja? Also so Mutterboden ist ja das, was am meisten Nährstoffe hat. Der ist aber meistens auch feucht. Wenn du Mutterboden nimmst und austrocknest, ist ja nicht mehr wirklich... Na doch, wenn man ein bisschen Wasser aufgibt. Hm. Ja, okay. Ja. Das, da ist der Feind. Diplomatenstatus. Noble Jäger. Genau. Aber gehören halt auch zu den Vereinigten Städten. Unpraktisch.
Ein Kartoffelchip ist auch sehr trocken, hat aber sehr viele Kalorien. Kalorien ungleich Nährstoffe. Das sind leere Kalorien. Da. Ach, das ist gemeint mit den langen Bohnenstangen, oder? Die Kakteen, die niemals nicht im Leben so bauen könnten. Die würden sofort durchknicken bei der ersten Böe. Außer die haben irgendwie Stahlkerne. Vulkanerde ist ein schönes Beispiel. Oh, stimmt. Kann das wirklich das Niemandsland des Nordens sein? Vielleicht finden wir hier einen guten Kampf. Ja, hier finden wir garantiert einen guten Kampf. Klar, zwischen dem Schwert eines Samurai und den Predigten eines Paladins zu landen, klingt echt super. Ich mag die schnippischen Kommentare. Darunter. Hm, ganz meine Meinung, Kamerad. Mach deine Klinge bereit. Heute wird ein Tag der Verdammnis. Ich glaube, das war sarkastisch gemeint. Im Königreich Scheck gibt es keinen Sarkasmus, was? Scheinbar. Da. Oh, Karawane? Ah ne, Nomade. Ziegenhändler. Da hinten ist auch noch. Was? Das könnten Bauern sein? Da. Geächtete Rebellenbauern. Ja, nee, die umgehe ich erstmal. Weil ich einigermaßen fit ankommen möchte. Es gibt Kakteen in Arizona, die werden bis zu 4 Meter groß. Ja, 4 Meter groß kann ich auch noch einigermaßen verstehen. Die werden aber auch ähnlich strukturiert sein, dass sie halt unten dicker sind und nach oben hin dünner werden oder anderweitig die Form halten können. Aber eine gerade Stange nach oben, die... Dum, 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 dum. 2, 4, 6, 8, 10... Ja, so 30 Meter hoch ist, ist dann doch eher unrealistisch. Und ja, es ist eine Alien-Welt oder so, aber trotzdem mag ich es ganz gerne, wenn es zumindest ansatzweise irgendwie möglich wäre. Huhu, erkunden. Oben rechts steht, welches Klima es ist. Wüste 100% trocken, sehe ich eben bei dir. Wo steht das? Also ja, man sieht, dass es wüstig ist. Und gibt einen Tooltip? Nur bestimmte Sachen kannst du in trockenen Regionen anbauen, Kaktusfarmen. Die Fruchtbarkeit sagt dir, wie ergiebig die Ernte sein wird, wenn du erkunden machst. Ah. Crash. Mhm. Ja, drück erkunden, haben sie gesagt. Ah, Kenshi, starten. Na gut, während das kurz neu startet... Also nur eingestellt, ne? Ja. Während das kurz neu startet, bin ich AFK. Ich hoffe, der Autosave ist nicht allzu lange her. 22.02 Uhr, oh, ist 10 Minuten her. Hm. Ui, danke Quickie für den Sub an Sunbo. So. Also das lädt. Ich bin kurz AFK.
Wo sind die? Ja, da lang. Und ich laufe mal auf Max-Geschwindigkeit jetzt. Damit wir da wieder hinkommen. Wobei ich mir irgendwie gar nicht vorstellen kann, dass wir jetzt 10 Minuten gebraucht haben von hier nach da drüben. Moment, okay. Den Schwebe ignorieren. Landestadt vorbei. Ich glaube, wir haben eventuell Jalle noch nicht losgeschickt jetzt hier. Ja. Birks. Ja, schön laden lassen. Kennst du zufällig Quadriga? Vielleicht könnte sich Marcus Sitticus mal als Wegelenker, Wagenlenker versuchen? Nee, sagt mir nichts, das Spiel. Jallen ist hier, komischerweise. Und passiv bitte da irgendwo hin. Und hier jetzt weiter. Es gibt eine schöne Methode, um zu reisen. Nimmst einen Charakter und bringst ihn in einen Ort der Wahl, dann speicherst und laden mit der Option Gruppe sammeln. Dann werden alle Charaktere an den Ort geportet, der letzte ausgewählte Charakter hatte. Wegen Umzug und so. Vor allem hilfreich, wenn ein Charakter stecken bleibt. Wenn ein Charakter stecken bleibt, ja, aber sonst würde ich lieber gerne wirklich mit allen von Hand umziehen. Weil ein Umzug ja auch immer Gefahren birgt und die werden halt umgangen, wenn man dieses Teleportieren da macht. Bin ich auf dem richtigen Weg? So halbwegs, ne? Sieht irgendwie anders aus als den Weg, den wir eben gegangen sind. Auch wenn wir in derselben Richtung unterwegs sind. Oh, wo sollte ich prospekten? Achso, einfach nur allgemein nur F5. So, Geschwindigkeit auf normal. Prospect. Ah, hier. Umgebung, trocken, 100%. Windgeschwindigkeit 13,4. Auf die Sache habe ich vorher gar nicht geachtet. Ressourcensuche Fähigkeit 1, also der Skill von demjenigen, der gerade gesucht hat, ist so schlecht. Weil Jalen halt, ne? Nicht dabei ist. So, wieder schnell. Der Nebel hier sieht komisch aus. Aber keiner meckert bisher, dass er Gasschaden oder so nicht bekommt. Das wird einfach nur Nebel sein. Aber Nebel in der Wüste ist auch komisch. Also soll das ein Sandsturm sein? Die sehen eigentlich anders aus, so orangiger. Keine Ahnung. Einfach durch. Fernes Schwarmdorf entdeckt. Noch mehr Städte in der Nähe unserer zukünftigen Siedlung. Gut, gut. Ein ganz normaler Gemeinschaftsladen. Ja, müssen wir jetzt nicht rein. Sinkum. Ich guck mich mal auf der Plattform da um. Auch wenn wir jetzt schon wieder relativ nah an den Kannibalen dran sind, das wäre nervig vielleicht, aber mal gucken. Wo sind das hier die Bohnenstangen? Das sind aber nur Bäume ohne viele Äste und keine Blätter. Nee. Nee. Umgebung grün, 10%. Ja, du mich auch. Ein praktischer Mod wäre, wenn man unten in der Teamleiste sieht, wer gerade rennt oder was macht. Dann müssten wir, wann Jalen da ist. Ja, das stimmt. Sowas wäre sehr praktisch. Und auch wenn irgendwelche Arbeiter gerade einfach nur rumstehen und nichts machen. Also eine Idle-Anzeige würde auch schon reichen. Sie scheint irgendwo zu sein.
Aber das hier ist nicht die Stelle. Doch ist es. Da ist Eisen, hier müsste nochmal Eisen sein und da ist Kupfer. Aber wo sind die Lagerfeuer hin? Da ist ein Lagerfeuer hin. Okay. Also, ich hätte gerne, wo ist Norden? Norden ist da. So müsste ich jetzt genau nach Norden gucken. Das heißt, eine Linie von hier nach darüber. Eingangsbereich in die Stadt ist von Süden. Dann haben wir hier unsere Ruhe bei den ganzen Materialienkrams. Also ich hätte gerne eine Mauer. Verteidigungsmauer. Drehen. Eine Mauer und hoch. Each. Bis da. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Winkel sein muss. Ist das so okay? Sollte okay sein. Dann von hier aus. Mist. Das gefällt mir schon mal wiederum nicht. Dass wir hier so zickzack gehen müssten. Dann macht das mal weg und wir nehmen nur das eine Ding mit rein. Das ist ja auch Eisen, ne? Das ist Eisen, das ist Kupfer. Zwei reichen mir. Also eins jeweils. Dann jetzt hier runter. So. Ich mache erstmal die andere Seite. Könnte ungefähr. Ich würde es gerne an einem Raster ausrichten können, aber geht ja nicht. Sieht zu klein aus, die Gebäude sind ja riesig. Ich werde nicht so viele Gebäude reintun. So, dann hier so eine kleine Nische. Und da das Tor. So. Ach so, nur ein Mining-Auspost? Nee. Aber es ist, hat hier genug Nährwert, dass ich jetzt hier, keine Ahnung, theoretisch 10 Felder jeweils bauen könnte. Das wird für alles reichen, was wir jemals brauchen. Und wir haben dann ein größeres Gebäude hier für Eisen und Kupfer und alles, was daraus hergestellt wird. Und ein Gebäude irgendwo anders, ein größeres, wo dann Pflanzenverarbeitung, Küche, Stoff, Lederrüstung und sowas alles drin ist. Und vielleicht noch ein Gebäude hier drüben zum Schlafen. Und das sollte dann reichen, um alles wirklich abzudecken. Also man kann größer bauen, ja, aber ich sehe noch nicht so viel Grund drin. Was sind diese weißen Flächen? Das sind einfach nur Steine. Mehr nicht. Kann sich später nach Westen erweitern, richtig. Ich habe hier beliebig Platz nach Westen. Und so dauert es auch keine 50 Jahre, bis es fertig ist. Die Erhöhung gefällt mir hier nicht unbedingt, aber na gut. Lässt sich nicht ändern. So, das machen wir mal als... Ja, wobei, warte. Versteht ihr falsch. Ich will
So. Dann das Ding. Das sieht nicht gut aus. Ja, wobei. Kann man oben gehen, ne? Ja. Mal gucken, mal gucken. Rampen. Kann man jeweils da und da dann hochgehen. Sollte reichen. Und das muss erstmal gebaut werden, das braucht jetzt eine halbe Ewigkeit. Hat Jalle einen Job für Ingenieur? Ja. Das heißt, sie verbaut das jetzt ein bisschen und sobald sie dann nächstes Mal zu tun hat, schicken wir sie wieder runter und holen neues Baumaterial. Und so wird das hier nach und nach aufgebaut. Jetzt aber Dörfer auslöschen. So, kurz laden lassen. Speichern. Am besten wäre es, wenn alles eben wäre. Ja, aber es gibt wenig Stellen, die wirklich eben sind und dann noch gute Stats haben und Metalle und überhaupt alles andere auch. Das ist schon echt gut, dass wir Kupfererz haben, Eisenerz haben, 75% Nährwert haben und einigermaßen Wasser. Wobei Wasser für mich schon fast irrelevant ist, weil mit den Dreierbrunnen kann man selbst aus 10 Wasser recht viel rausholen. Und sonst baut man halt einen zweiten Brunnen oder einen dritten Brunnen oder was auch immer. So. Wir sind an dem Dorf vorbeigelaufen. Das da ist es schon. Ja gut, gucken wir mal. Die Wachen sind nicht stärker als andere von den Geächteten. Ja, die scheinen ganz normal zu sein. Okay, dann gehen wir die peu à peu an und müssen dann nur gucken, wie der Chef, ob der Chef irgendwie besonders aussieht. Und den dann verarzten und nach Hause tragen. Da rein. Und erstmal hier vor der Tür aufbauen und die Wache da hinten anpöbeln. Ne, kommt schon. Oh, und Rucksäcke wieder. Nee, Jalle nicht. Jalle ist ja gar nicht da. So. Down. Der humpelt jetzt schon. Was ist mit dir los? Man, der schießt nicht mehr ihre eigenen Leute. Alle angreifen. Das waren die Torwachen. Da sind nämlich schon ein paar mehr. Vielleicht müsste eigentlich Alarm geschlagen werden. So sieht irgendeiner von euch besonders aus. Nicht, dass das so eine Spartakus-Geschichte ist und alle sehen gleich aus und der Anführer auch und man weiß ja nicht, wer es ist. Wahrscheinlich wird er in einem der großen Gebäude dauern. Und erst rauskommen, wenn alle seine Kumpanen erschlagen wurden. Vergiss nicht, Waffen einsammeln. Nee, komm. Die können ruhig wieder aufstehen, hau ich sie wieder um. Ich will jetzt nicht jeden einzelnen anklicken und die Waffen rausnehmen. Versteckt.
Anführer sind immer spezielle Chars. Ja, aber sehen die auch speziell aus? Weil wenn ich ein Anführer von geächteten Rebellenbauern wäre, dann würde ich kein Blinghemd mit Goldkette oder sonst was tragen. Das passt nicht so ganz zum Image. Ja. Immer noch den da, hm? Boss Simeon, Rebellenbauer. Sieht sogar gut aus. Ein Kenshi-Charakter, der gut aussieht. Alle angreifen. So schwer. Die haben schon ein bisschen besseres Stats, das stimmt. Und wie viel ist das jetzt der? Er ist gut. Er ist gut. Geht mal raus. Weil, ne? Drinnen Bonus oder so. Jemand ist gerade weggeflogen. Pferd blutet. Unsere Veteranen haben noch fast gar nichts bekommen. Das ist im Sack. Schön, 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 schön. Die schwereren Rebellenbauern werden wir auch checken. Genauso wie Simeon. Wo ist Simeon? Ist er rausgekommen? Da ist er. Boss Simeon. Ist auch gleich down. So, Ash. Puppe. Ein altes Kinderspielzeug. Geklaut. 1.83 Schneidetyp 3. Ein Säbel für dich. Gepanzerte Lumpen. Ne. Trägt nur Lederweste und. Ja, sage ich ja. Schmutzmänner, ein altes Tagebuch. Viele Seiten wurden herausgerissen. Tag der Vertreibung. Wie hätte ich je mit dem Preis von kostenloser Arbeit mithalten können? Meine kleine Tochter ist hungrig. Meine Dame sagt verrückte Sachen. Ich bin verzweifelt und weiß nicht weiter. Wir sind jetzt zu mager für den Geschmack des Kaiserreichs. Morgen früh müssen wir in die Wüste gehen. Sie konnten nicht mehr als Sklaven dienen, weil sie ausgehungert sind. Zahlreiche Seiten fehlen zwischen den Einträgen. Traurige Vergangenheit. Ich bin auf eine Karawane getroffen, an der sich Schweber gütlich gemacht haben. Heute habe ich Glück. Ich werde genug Materialien und genug Vorräte haben, um die Saison zu überstehen. Wenn ich doch nur etwas früher auf die Glückswege getroffen wäre. Tag des Wohlstands. Ich habe die Verstoßenen des Kaiserreichs wie meine eigene Familie willkommen geheißen. Ich will nicht, dass jemand anders dasselbe Schicksal erleidet wie ich. Ich werde der Dame nie verzeihen, was sie getan hat. Aber ich werde davon lernen, damit unwiderrufliche Fehler nicht wiederholt werden. Wir leben von den völligen Adligen, die uns bestohlen haben. Wir suchen Schutz vor unseren eigenen Mauern, weit weg von den Augen des Leviathans. Ich werde diese Kinder beschützen, komme was wolle. Wir haben sie umgehauen. Wobei das genau die Einstellung ist, die eigentlich unsere Truppe haben sollte. Allerdings haben uns die Rebellenbauern von vornherein angegriffen, was halt nicht ganz so dazu passt. Hat Kerugon gerade so einen guten Menschen getötet? Nee, nicht getötet. Ich habe ihn K.O. geschlagen, werde ihn jetzt verarzten und dann als Kopfgeld ausliefern. Was noch schlimmer ist. Ja, 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 ja. Wo ist er? Erste Hilfe. Du bist einer von den Bösen. Ja, bin ich jetzt anscheinend. Was machen so komische Knurrgeräusche? Oh, sind ein paar mehr geworden. Hör mal auf und kämpf lieber.
sind nämlich schon ein paar von uns down. Verteidigungstor ist fertig. Mhm. So, heb schon mal den Tybi auf. Damit der nicht gleich wieder aufsteht. Zu viele Leute auf dem Boden. Da ist er. So, und irgendjemand, der noch Platz hat. Ja, Gero, mach du mal. Die besseren Wachen kurz durchchecken, ob da irgendwas Tolles bei ist. 1500 kommt mit. 400 nicht. Oh, die Häuser checken. Vielleicht können wir doch irgendwo schlafen, das wäre super. Damit wir nicht so angeschlagen durch die ganze Wüste durchtingeln müssen. Ja, also die schweren Wachen, die drin im Haus waren, die hatten einfach nur diese Herzpanzer. Den allerersten Plattenpanzer, den es gibt. Und die Dinger hier, die Söldnerplatten. Wovon aber auch nur ein paar 1500 wert sind. Ja, eine gute Fahrt erstmal. So, wie gesagt, Waffen von jedem jetzt wegnehmen werde ich nicht. Ein paar stehen für alleine auf, dann hauen wir sie wieder um und wenn nicht, dann halt nicht. So lange, bis keiner mehr aufsteht. Und sobald alle verarztet sind, gehen wir rein ins Haus. Wobei es verarztet dauert anscheinend ein bisschen. Wobei, da waren wir noch gar nicht drin. Nee, erstmal da reingehen. Da kam eine Boss gerade raus. 500, 1100. Die Hunde wegen Essen. Wir haben nicht mehr so viel Fleisch, ne? Ja, da hast du recht. Ruka, sammeln mal die Hunde. Eins. Zwei, ein bisschen Leder schadet auch nicht. Es waren nur zwei Hunde. Eins, zwei. Drei. Und mach hier ein Lagerfeuer. Oh, darfst du nicht, weil es eine Stadt ist. Okay. Ja, Gero rein. So, und plündern. Beim Stehen erwischt worden. Ja, das ist mir gerade ziemlich wumpe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil jetzt da einer wach ist und der kann durch Wände gucken, oder wie? Scheint. Kaustange. Fleisch. Den kannst du nicht benutzen, ne? Hör mal auf zu kämpfen, Gero. Die machen das draußen schon. Die knüppeln immer wieder Leute nieder, die aufstehen, kriegen da die Skillgelder, alles ist gut. Musst du dich absolut nicht drum kümmern. Hier können schon mal alle schlafen, das ist sehr schön. Hier kann sich Gwendolyn austoben bei dem Schloss. Da. Da auch, da auch. Dann sollte auch
passiv halten. Schon offen? Geil. Ja. Sag ihr nämlich nicht mit, das macht nur irgendwo Stress bei einem. Steht ihr betreten. Das, so geldgierig sind wir gerade auch nicht. Ashley hat immer noch den Chef auf der Schulter. Nein, wo ist der Chef? Da liegt er, schon wieder angeschlagen. Erste Hilfe. Aufheben. Auf der Schulter lassen, bitte. Danke. Also zum Trainieren. Das sind keine Rüstungsstände, dachte ich zuerst. Sind das gute Trainingspuppen? MK3. Ja. Du bist okay. Hau die mal hin. Alle anderen kommen bitte rein. Es muss nur noch aufgehoben werden. Pferd. Und Shrek. Du hast Jallen mit ausgewählt. Oh. Jallen. Stopp. Du kannst ruhig hier bleiben. Ja, nimmt ganz langsam Form an. Oh, sie hat auch gar nichts mehr. Dann darfst du bitte mal wieder nach Hause laufen. Da lang. Warum lässt du immer den Tübi fallen? Ashlyn. Aber wir müssen Ashlyn alleine nach Hause schicken mit dem Gefangenen. Wo ist der Gefangene jetzt schon wieder? Weil irgendwann kommt da noch ein kritischer Treffer und ist er tot. Das bringt uns denn gar nichts. Da. Ashlyn. Aufheben. So. Passiv, Aufgaben aus, Lauf komplett zurück nach Schubertai war das, ne? Oder Heft. Ich glaube Heft. Wie schnell bist du noch? 19 Uhr. Ja. Schmeiß mal ein paar davon weg. Ich kann jemand anders einsammeln. Acht Kilo. So. Wie schnell bist du jetzt? 22, das sollte reichen. Unbedingt jemand anders den Säbel einsammeln. Skinner, kannst du laufen? Ringsäbel. Gut. So, Rest rein. Und so gut es geht, schlafen. Im feines Lager. Hat schon seine Vorteile, wenn man wesentlich stärker ist als ein Gegner. Man kann kackendreist sein. Hethrick, den darauf legen, du darauf legen. Ja, wir müssen gleich durchcyclen, wer wo wann schlafen darf. Nach oben geht's nirgendwo? Nö. Gwendolyn kriegt eine Shotgun. Und Essen und Grog. Hey, das zählt wieder als Schmuggelware, oder? Na gut, also, Ashlyn ist allein unterwegs. Jallen ist allein unterwegs. Quick save.
Oh, aber das wird schon irgendwie gut gehen. Nö, gucken wir noch gar nicht zu, sondern bleiben einfach hier hinten. Und ich glaube, wir haben noch eine zweite Kiste zum Plündern. Ja. Okay, 90%, da wird nichts Gutes drin sein. Ja, da hat jemand seinen Reis eingesperrt. War wohl sehr gut gelungener Reis. Und da ist noch ein Bett. Schub. Okay. Max Geschwindigkeit und abwarten. Schau Ashlyn zu, sonst flieht er und du siehst ihn nicht wieder. Stimmt. Ashlyn sollte auch tough genug sein, ihn jederzeit wieder niederzuprügeln, falls was sein sollte. Vor allem mit seinem Säbel. Stimmt, ich würde mit seinem Säbel niederschlagen. Ist echt ein super Teil. Die Grenzwandler sind eine Gruppe von Schmieden aus dem alten gefallenen Kaiserreich von vor langer Zeit. Man weiß nur wenig über sie, außer dass ihre Waffen all diese Jahrhunderte in nahezu perfektem Zustand überstanden haben. Und dass ihre Qualität mit nichts verglichen werden kann, was heutzutage gefertigt wird. Mit nichts vergleichbar ist eine Aussage. Naja, es könnte auch richtig, richtig schlecht sein, dann könnte man es nicht vergleichen. Aber so war es nicht gemeint. Es ist wohl eine Artefaktwaffe, weil es auch von einem Boss kommt. So, das ist Schubertai. Ne, das ist Steinlager. Schubertai ist da hinten irgendwo. Trotzdem sollten wir bald da sein. Und dann müssten wir zu Coin und dem das einfach geben oder müssen wir dich in den Käfig stecken oder wie funktioniert das? Das gucken wir dann mal. Ich schnack erst mit Coin und danach probiere ich es im Käfig. Oder ich gucke einfach mal ins Questlog. Gibt's das überhaupt? Ja, nee, hier nicht. Nee, ne? Unter Fraktionen. Vereinigte Städte, nö. Auch nicht. Fraktionsname namenlos. Ja, meine Truppe heißt noch namenlos. Das ist doch ganz okay so. Wir sind ja die Namenlosen. Richtig. So, da ist Heft. Da war das Hauptquartier, ne? Sieht zumindest imposant genug aus. Und überall diese Flaggendinger. So, Coin.